Und jetzt ist halt wieder alles vorbei, ne? Ja, es wird die alle da über mich drüber fliegen. Voll verschwitzt gehen wir in die Aufnahme nach dem Training rein. Aber ich muss ja noch einen Part aufnehmen. Rangliste ist fertig. Allerdings bezweifle ich, dass wir noch irgendwas Gutes bekommen. Ich rechne mit Rang 7 oder 8. Nichts Besonderes diesmal. Ach, tatsächlich. Wir sind sogar auch noch abgestiegen. 5 Rubine sind das leider nur. Da habe ich mir was ganz anderes erwartet. Zumal ich ja noch einmal in die Röhre rein möchte. Aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Bei der nächsten Rangliste sind wir momentan auf Platz 1. Das ist schon mal gut. Allerdings bleibt die Röhre auch nur noch, wo ist sie hier, einen Tag. Das ist nicht mehr lange. Wenn die Aufnahme draußen ist, ist sie wahrscheinlich eh schon längst verschwunden. Aber es ist eine neue Röhre erschienen. Metropolenröhre 2. Ich weiß jetzt nicht wieso. Wo soll ich denn das ganze Geld herkriegen? Was gibt's denn hier Besonderes? Hier den schwarzen Scheige. Gönnen wir uns. Und das hier? Der türkise Blumengleiter. Den hole ich mir auch noch. Und ansonsten ist das alles sehr uninteressant, ne? Ja. Schon. Dann kriegen wir da immerhin noch was. Oh, da gibt es natürlich 30 Rubine. Da muss ich schauen, dass ich das mache. Allerdings, wenn ich die 45 Rubine zusammenbekomme, bis zur Cups ab. Das kriegen wir sowieso hin. Und dann kriegt man hier, glaube ich, insgesamt 30 Rubine. Genau. Das heißt, wir haben dann 33. Das heißt, wir haben dann 57. Die Frage ist allerdings, in welche Röhre investieren wir das dann? Hier ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten, dass wir was bekommen, oder? Paris-London-Röhre. Weil zumal wir hier auch das letzte Mal auch gar nichts bekommen haben, ne? Hier haben wir ja schon Rosalina rausbekommen. Und da weiß ich nicht, was gibt es denn hier eigentlich? Das Highlight wahrscheinlich die zwei in der Rosalina. Wolledam, was? Und Luigi Künstler catcht mich jetzt nicht so hart, wie die Highlights hier, muss man sagen. Gut, es gibt hier nur ein Highlight. Aber ihr versteht schon, was ich meine. War Luigi als Busfahrer, hätte ich jetzt auch nicht gerne. Allerdings die anderen wäre schon ganz cool. Aber gut, ich hätte gesagt, wir gehen erstmal in ein schnelles Spiel rein. Boah, wir haben aber auch ganz viele grüne Coins, ne, die wir irgendwo auch ausgeben müssen. Na gut, wir gehen rein in das schnelle Spiel mit Toadette. Paris-Parcours. Ich nehme, by the way, nicht jeden Tag einen Part auf. Das ist meistens so, dass ich einen Tag keinen Part aufnehme und am anderen Tag nehme ich zwei Parts oder sowas auf, ja. Das ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, weil ich in ein paar Parts gar keine schnellen Spiele mache, weil die eben noch nicht verfügbar sind, weil ich den ein Part davor schon gemacht habe. Falsche Seite. Bin ich mit 200er hier? Mal nicht, ne? Hört sich ein bisschen so an. Ja, das brauchen wir. Was wollte ich gerade sagen? Deshalb werde ich auch nie alle täglichen Geschenke bekommen. Ich könnte natürlich Offscreen machen, aber ich verpeile das auch manchmal. Ich wollte gestern zum Beispiel einen Part aufnehmen, habe aber übelst verschlafen. Und um 3 Uhr nachts wollte ich dann auch nicht mehr aufstehen. Extra dafür, um dann noch ein Part aufzunehmen. Deshalb verzeiht, wenn ich das ein oder andere nicht hinbekomme. Aber Tag 10 oder so waren, glaube ich, 10 Rubine, oder? Kann das sein? Das sind noch 5 Tage. Das sollte ich vielleicht hinkriegen. Ich versuch's. Bei 10 Rubine würden auf jeden Fall schon schmecken. Knapp 10k Punkte.
Reicht das für die 5 Sterne, ist die Frage. Sind doch gleich Level 60. Das sind die 5 Sterne. Und wahrscheinlich auch die erste Strecke im heutigen Cup. Wie ich annehme. Baby-Bia-Kleider. Ist irgendwie komisch, dass das dann immer, also oft schon, dann auch eine Strecke ist, die im Cup tatsächlich auch vorkommt. Wir können hier 2 Röhren zünden. Das machen wir auch sogleich. Roy. Was können wir hier? Ah, das ist tatsächlich diese Malerröhre. Aber gut, wir kriegen ja auch nichts Besonderes raus. Super. Hätten wir aus jeder anderen Röhre auch bekommen. Deine Goldröhre wartet auch noch auf uns. Ich weiß zwar auch nicht, welche da jetzt genau gezündet wird, aber ich glaube die normal, oder? Na, wir gehen rein in London Tour. Weiß das, genau. Mit ein paar Goldsachen, ja, der Kleider sieht immerhin so aus. So halb, es wäre der Gold. Okay. London Tour 2. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, ob wir diese Variante schon hatten, ne? Also in dieser Season hätte eine Map auf jeden Fall, eine Map mehr auf jeden Fall gut getan. Das sage ich euch. Aber Nintendo hat sich gedacht, ne? Das teilen wir schön auf andere Seasons. Wahrscheinlich, wieso ist der Panzer jetzt eigentlich durch diese Absperrung da gegangen? Ich will mich eigentlich verarschen. Hallo, Mario Kart. Seite hier. Werde hier wieder aggressiv. Weg mit dir, Cooper, sonst werfe ich einen Freund von dir drauf. Auf dich. Hier. Schleich dich. Wollte es nicht hören. Und Peach genauso wenig. Mario fährt auch drauf. Sehr schön. Ich mag den Park hier und wie dort an bei NPCs sitzen. Und hier praktisch dann auf so eine Art Bohrgarten rauffahren. So, da wird auch hoffentlich jemand drauf fahren. Jawohl. Die Banane wohl eher weniger. Es ist natürlich möglich, 2 Münzen mitzunehmen, aber dafür bin ich wohl zu blöd. Und der Bohu muss ein bisschen mehr zunehmen. Das kann natürlich auch sein. Komm. Selbstverständlich der erste Platz. Sind es aber auch die 5 Sterne. Das wird, glaube ich, schwierig werden. Aber ich konnte auch wenig machen dafür, ne? 99,8. Bald haben wir es geschafft. Und es sind die 5 Sterne. Sie sind gnädig. Sie sind immerhin noch gnädig. Bekommen wir hier was für 300k. Und es geht direkt im Pflaster von Berlin 2. Da haben wir aber eine große Auswahl. Komm, Samurai Mario. In der Wurst. Das passt ganz gut. Ich weiß gar nicht. Essen Samurai. Krieger gerne Wurst. Kennt ihr? Oder seid ihr vielleicht selber ein Samurai-Krieger? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich persönlich, kommt drauf an. Käsekreine ist gut. Frankfurter geht klar. Aber sonst weiß ich nicht. So klassische Würstchen. Kommt halt auch immer auf den Mut an. Auf die Soße. Und alles mögliche. Normalen Greiner könnte ich, glaube ich, nicht so leicht essen. Mag ich nicht so. Aber Käsegreiner ist schon Baba. Vor allem so einiges mit Käse ist Baba. Dann bitte triff ihn jemanden. Dankeschön. Ich will meine. Nein! Ja. Nein! Meine Serie!
jetzt vorbei. Aber wir haben uns lang gehalten. Hättest du es nicht früher machen können? Naja. Hallo, chill doch mal. Nehmen wir uns hier die Coins mit. Wow. Also hier kann man schon sehr leicht ganz viele Punkte mitnehmen. Wenn man dann noch eine Party hat, dann ist das ja sehr geil. LOL! Für eine Sekunde nicht Erster! Nice, Alter. Ich danke euch allen. Ist immer noch schlecht. Und diesem Proteinshake. Wasser mit neutralem Proteingeschmack. Wow. Schweibe ich mich immer fast an nach dem Training, ich sag's euch. Spiel Level 60! 5 Rubine gibt es sogar. Na, immerhin mal keine Coins, ne? Da sind wir froh. Und die 5 Sterne auch. Sehr schön. Und was gibt das? Nochmal 2 Power-Sterne. Und 50 Coins. Dann gehen wir rein in Weiter Kleiter. Das reimt sich. Und alles, was sich reimt, gibt ordentlich Punkte. Leite weit. Das werden wir wohl hinkriegen. Sollte nicht schwierig sein. 250 Meter. Sonst waren das immer so um die 800. Also. Dann ist schon ein bisschen runtergegangen. Irgendwie. Nintendo. Früher. Die besser. 668. Und das sollen die 5 Sterne sein. Die 3 Sterne. Selbstverständlich. Hatte kurz Angst, aber nicht zu fürchten. Und somit haben wir diesen Cup komplettiert. Wir holen uns unsere wahr verdiente Belohnung ab. Sehr schön. Und schauen wir hier nochmal rein. Ja, das schmeckt mir, dass das hier Rangliste ist. Was wir für einen Vorsprung haben, meine Freunde. Ihr seid ein bisschen Grieße auf dieser Strecke. Aber wenn wir den kriegen, einen dieser Röhren, das wäre schon Baba. Aber dafür müssen wir erstmal die letzten 2 Cups abschließen. Um noch einmal in die 10er Röhre reinzugehen. Und oh, noch 2 Items. Und haben wir nehmen Metal Mario. Nee, oder? Nehmen wir. Kompostliga. Aber eine goldene Röhre kriegen wir sowieso. Wenn wir alle Cups auch abschließen. Vielleicht kriegen wir ihn ja daraus. Das wäre ja auch immerhin mal was Schönes. Oder was meint ihr? Plasse von Berlin X. Also ich habe jetzt schon wieder, sagen wir mal, seit 2 Tagen kein Part mehr aufgenommen. Plasse von Berlin kann gerne wieder ein paar Mal kommen, aber auch gar nicht so oft, weil sonst kommt der Hass wieder. So. Online natürlich. Ja, fahr mir nicht rein und... Boah, bring mich nicht um, Bruder. Hallo, ich brauch doch das Schutz. Erlaubt ihr euch? War nicht das letzte Online-Rennen auch in Berlin? Irgendwas kann ich mich da erinnern. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber gut. Komm. Immerhin irgendwas.
Wir holen das Ding nach Hause. Komm, ja! Guter Panzer, wichtig. Und der jetzt ist halt wieder alles vorbei, ne? Ja, jetzt wird die Alte über mich drüber fliegen. Wieder Katastrophe. Nichts trifft, unverdient, einmal kein Item gehabt und schon ist man Vierter. Was will man machen? Immerhin, der Cup verlief gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Liken, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns. Bis dahin und ciao.